Komm, hör auf. Okay. Keine Ahnung, wie wir die wegkriegen. Aber wenigstens bekämpfen die uns nicht, das ist schon mal ein Vorteil. Und die müssen mal wieder, ich denke mal, Jack befreien oder das Schiff zerstören. Eins von beiden. Ah, das gefällt mir jetzt schon. Geh weg hier! So macht man das. Feuer ist immer gut. Na komm, Volltreffer. Ah, langsam wird's. Oh, Entschuldigung. Da. Jetzt habe ich aber die Faxen weh, Junge. Oh, das ist aber ja. Na komm. Was du? Unseliger. Kopf ab. Fanny ist da drüben. Stop. So, jetzt aber. Flotti Lotti. Auf die Schnauze. Mann, ey. Ah, da ist er ja. Jetzt müssen wir gegen den Blöden hier. Oh. Okay, da muss ich. Aha. Das ist ja. Ah, das ist ja cool. Oh, jetzt gegen den Big Boss. Ich wollte gerade sagen, gegen. Davy Jones. Das Finale. Alles oder nichts. So, ich will aber hier nochmal volles wahre Jedi. Wenn es geht. Was muss ich denn hier machen? Ach, da oben hin irgendwie wieder. Ich sehe noch nicht ganz so recht, wo ich hin soll. Ja, ich weiß, da soll ich hin, aber ich weiß nicht genau wie. Vielleicht von der Seite? Also irgendwie ist das schon sehr... Gott! Guck dir mal den Strudel da an, das ist doch nicht normal. Wer denkt sich denn sowas aus? Ich weiß, ich versuche jetzt ein bisschen Geld zu machen und zu herauszufinden, was ich machen soll. Also man weiß es ja, aber... Ah, ich sehe schon.
Okay, jetzt aber. Jetzt wird ein Schuh draus, oder? Ah, danke schön. Das war. Mann. Mann, es geht nicht. Alter, was ist das für ein Mist hier? Wer hat sich das ausgedacht? Ich verprügel die. Tja, so, David Jones. Ich habe keine Ahnung. Oh, zwei nicht. Und tschüss. Das immer alleine. Hopp du. Jetzt wird es aber langsam mir zu doof hier. Passiert noch was? Ich brauche noch Geld, Freunde. Können wir nicht töten. Ich habe immer Angst, dass es sich um einen Bug handelt, weil ich das immer hatte. Okay. Gott sei Dank. Okay, das macht mir... Gott. Mann, ey. Na komm. Ich bin schneller als du. Ah. Jack ist heute in Topform. Das war ich nicht. Warte. Ich will jetzt mal hier kommen. Wo bist du? Bist du noch zu retten? Oh, da! Hier. Wie cool ist das denn? Der Schule. Das war... Ich kann nichts mehr sagen. Das Spiel ist der Hammer. Wenn man... Ich liebe die Reihe. Fluche Rebic. Ich liebe die gesamte Pirates of the Caribbean Reihe und... Diese Szene gerade eben... Boah. Oder allgemein diese Szene. Oder hier gerade mit dem Herzen. Das kann man nicht viel sagen. Das ist einfach awesome. Das ist einfach großartig. Das ist das, was ich von einer Lego... Version warte. Das ist einfach... Man hat die Feelings wie im Film und man merkt, das ist ja 24. Ich würde sagen, beenden wir die vorletzte Geschichte mit 222.000, so.
Ja. Und das war eine Anspielung auf Der Jungbrunnen. Also, ne, den letzten Teil. Oder den vorletzten. Ist ja noch ein Teil erschienen. Ja, das war auf jeden Fall. Oh, Fluch der Karibik 3. Jetzt haben wir die Trilogie zwischen abgeschlossen. Also Elizabeth und Will Turner und David Jones und so. Das ist abgeschlossen. Jetzt geht's weiter. Und da war die Szene. Ich dachte erst, dass er im ersten Teil. Aber nee, das war hier ein Teil, wo er zu einem Schiff geht und das Schiff geklaut wurde. Das ist großartig. Und ja, das war schon ein Teaser auf den nächsten Teil. Dieser wird dann der letzte sein. Ist ja klar. Und ja, was soll ich noch sagen? Awesome. 40,4%. Ja, also ich denke mal, knapp die Hälfte wäre vielleicht erreicht. Oh. TTT Games. Aber cool. Ich dachte, ich habe gerade gedacht, irgendwie war das noch was mit dem Sohn und das haben sie. Okay. Ich, wie gesagt, es ist alles. Sie haben an alles gedacht. Es ist alles wirklich. Wenn ich überlege. Ich habe den kompletten Film jetzt in Lego, also die ersten drei Teile nochmal gesehen. Würde ich sagen. Oder selbst mitgespielt, selbst erlebt, selbst gespielt. Und es war großartig. Ja, es gab ein paar, natürlich ein paar Schwierigkeiten. Aber ansonsten. Und damit sehen wir auch diesen Ladebildschirm zum letzten Mal. Der gute Wang Tong oder wie es Shang Dong, keine Ahnung wie er hieß, ist auch von uns gegangen, aber wir haben ihn gekauft, also ja. Damit ist diese Trilogie abgeschlossen und der letzte Teil beginnt dann später. Oh, guck ihn da an. Ich bin jetzt sehr gespannt. Aber cool, jetzt haben wir den auch dazu bekommen. Wir haben ein bisschen Geld. Ich weiß gar nicht, wen wir jetzt eigentlich alles kaufen können. Ja, hier am Ende der Welt. Und da ist immer dann dieses Kreuz, wenn alles abgeschlossen ist. Ja, ich denke, wir waren sehr erfolgreich. So. Wer kommt jetzt hier? Oh, da bist du ja. Madame Xing. So. Ich gucke jetzt mal so, wen ich alles kaufen kann. Ich möchte auf jeden Fall David Jones, also die teuren oder die Big Boss kaufen, weil dann sind die weg. Es dauert dann mal so lange, bis man die für wieder Geld hat. Der kostet bestimmt so 100.000 oder so. Aber den will ich auf jeden Fall noch dabei haben. Also David Jones, hallo, den muss man. Den muss man haben, auch wenn er gerade nicht hier... Ach, guck mal. Wir können sogar Sachen aufbauen, jetzt, weil wir genug Steine haben. Wie gesagt, also... So. Und wir brauchen einen Fass. Ja, Blackbeards Schwert. Warte, war der gerade... Ich... Ach, nee. Ich dachte gerade, er wäre gerade er gewesen, aber... Hier kommt er später. Was haben wir jetzt? Bin ich sehr gespannt. Was für eine Fähigkeit wäre das jetzt? Schnellgraben. Ich glaube nicht. Also Schnellgraben brauchen wir auf jeden Fall nicht. Das ist so selten, dass man was ausgraben muss. Das ist mit den Schatzsuchen schon eher in den Level. So, ich weiß jetzt nicht genau, nur die Charaktere sind nicht immer da. Wir schauen jetzt aber mal nach, welche da sind. Welche Characters. Und da würde ich sagen, werde ich diese Aufnahme beenden. Komplett. Und werde eine neue dann irgendwann starten, dann werden wir den letzten Teil beginnen. Freunde, ich bin wieder da. Und seht mal, wen ich gefunden habe. Halt. Du. Bleib du stehen. Bleib du. Du bleib stehen. Bleib stehen. Geh weg hier. Ich will ihn kaufen. Ja, ja. Und 500.000. Okay. Okay. Dafür nehme ich dann die Münze ab und sage einfach, ja, leck mir. Okay, da hat sie das gespart, dann habe ich das, glaube ich, geschnitten. Aber wir haben gesehen, 500.000, das heißt, ich muss auf jeden Fall so 1 Million Steine auf jeden Fall jetzt zusammenkriegen. Den David Jones möchte ich haben.
Vielleicht beim nächsten Mal haben wir ihn. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir haben 3 Kapitel abgeschlossen. Hier sind wir die Schwestern. Nee, machen wir. Das sieht besser aus. Ja, viel besser. Und wir sehen uns das nächste Mal in der letzten Runde. Nämlich in fremde Gezeiten. Mit mehr Jungfrau. Mit mehr Jungfrau, Mann. Mit mehr Jungfrauen. Mit Sirenen. Ne, die uns in Tiefe ziehen und so. Also. Adios, amas. Saunara. Bis bald. Yeah.